So, yeah, ich habe mir den Film angeschaut für Killer Elephant, ja. Elephant und ja, der Zweiname ist jetzt kein Problem, aber dass in dem einen Film auf der Hülle für Killer Elephant draufsteht, im Intro steht, das Todescamp, finde ich jetzt so, ja, ungeschickt, muss ich sagen, weil ist jetzt nicht so das Problematische und nicht weiterreißen, das ist schon, kommen, also, aber es ist halt nicht gerade geschickt. Ja. So, den Film habe ich doch jetzt vom Mediamarkt gekauft, da habe ich jetzt im letzten, wir Film sind noch so ein Genussmensch, eher das Gefühl, jetzt war am Drüber-Riemüller, ne, der war vom Mediamarkt. Und da haben wir auch zurückerinnern können, weil da war ich doch an der Grabbelkiste von dem Horrorfilm-Mediamarkt und weil der Dummer, wo die Film nochmal Eck gibt, da habe ich mir den für Killer Elephant geschnappt. Für 3,99 war er Schnäpple. Der Film ist also kein Tierhorrorfilm, so wie ich beim Anfang gedacht habe. So weiße Hai-mäßig und was habe ich für Tierhorrorfilme schon gesehen? Da gibt es auch welche, wo ich noch nicht gesehen habe, aber wo ich schon mal gehört habe, wie zum Beispiel den. Die Piranhas, wo ich glaube, da habe ich auch mal irgendwann vor vielen Jahren mal irgendwas mit Piranhas gesehen beim Umsetzen vom Fernseher. Spinne, Killerspinne. Und den habe ich aber mal ganz gesehen, das war die Killerwespe. Ja. Ich habe gedacht, ja gut, es wird auch in die Richtung gegangen. War jetzt nicht so, war jetzt kein Horrorfilm mit Elefanten, sondern Elefanten spielen da auch. Es war mehr so ein Action-Kung-Fu-Film. Und es ist schön, dass, also das war ein chinesischer Film, der in Thailand dreht, da kommen die zwei Kulturen zusammen, die ja wunderbar harmonieren. Es gab einmal eine Zeit, wo viele chinesische Geschäftsleute und Arbeiter nach Thailand ausgewandert sind und haben da in Thailand eine neue Existenz gegründet. Ja. Wunderschön, wunderbar und die chinesische Kultur und die thailändische Kultur harmoniert ganz perfekt in dem Film zusammen. Und Thailand heißt übersetzt das Land der freien Menschen. Der Film, wie ich es erwähnt habe, ist 1976 gedreht worden. Produktion: Chow Ming, Star Sung Po und Ellen Yen, Nayen Ne, Yu Chin, Kamera Manu. Ja. Und jetzt will ich über den Film sprechen. Spoiler-Alarm an der Stelle. Und es ist schon ganz gute Note, der Film. Und ich hoffe, wenn ich jetzt zurückzoome, schaltet sich die Kamera nicht noch mehr ab, weil das immer vorher geht. Und ist nervig. Ja? Weil will nicht nochmal von vorne anfangen zum Schwätzen. So. So, Freunde, ja. Cobra Kai, ja, passt jetzt zu dem Ding und da gibt es gleich eine Verfolgungsjagd beim Anfang. Ja, der junge Polizist Ming verfolgt Gangster und so. Und die und es ist eine spannende Verfolgungsjagd mit Schießerei. Ne? Und die schmeißen dann die thailändische Boy schmeißt auf den Ming dann Fässer von ihrem Transporter runter und schießt drauf und die explodieren dann. Das tut er den Ming von der Straße schleudern und dann liegt er erstmal im Graben drinnen mit seinem Auto. Ihm ist nichts passiert, aber die Verfolgungsjagd kann er nicht weiter aufnehmen. Und ein Kumpel, der von einer ganz anderen Organisation kommt, quasi eigentlich auch Verbrecher ist, aber der ist mit dem Polizisten Ming gut befreundet. Der sagt, hey Ming, wenn du die Straße suchst, ist da oben. Ja. Da hängt sie ein bisschen Diskussion und so. Ja. Dann machen sie sich beide auf ans alte Sägewerk, wo sie die Organisation bekämpft. Hat der Ming und sein Freund quasi dann einen kleinen epischen Kung-Fu-Kampf gegen die Organisation. Sind eigentlich gelungene Kung-Fu-Kämpfe in dem Film.
Ja, in dem Kung-Fu-Kampf ging es ja voll ab. Wurde waffenlos kämpft, also die zweigige Meere und auch dann kam dann Waffeneinsatz. Aber ihr müsst euch selber anschauen, wie ihr einen Geschmack auf den Film gäbe. Spoiler haben wir ja schon gesagt. Und dann kommt so ein Polizeieinsatz bei der Bande von den Elefanten, die Elefantenbande oder Elefant, ja. Und die wählen den Elefantenbus. Und der Elefantenbus ist der eine Freund vom Ming. Ja. Also, und die wählen den Elefantenbus schnappen und der Elefantenbande sagt, entweder fahrt ihr zurück und unsere Elefanten trampeln euch zusammen. Wart ein paar Streifenwege und dann die Elefanten haben in Killermanier Polizeiautos umeinander geschmissen. Und die Polizisten, Entschuldigung. Tja. Ich bin mal zugestolpert, die wollen Polizisten sagen. Ja, und da hinten die Killer-Elefanten quasi, dann waren eigentlich süße Elefanten, ja. Tja, da sind die Kopfs geflogen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist einer fingierten Handlung passiert, nicht, dass ich morgen auf der Straße verhaftet war. Ja. Wo ich die Polizisten super finde, das sind ja meine Fans. Ja. Und, ja. Ist ja, jetzt kommen wir jetzt ansonsten, nämlich eine fingierte Handlung, ist ja eine Abenteuergeschichte, so Action, Martial Arts Story. Ja, ja und dann kommt der Bus, der Elefant, Bande, und der eine sagt dann: Die Polizisten haben dich gesucht, ja, wir haben dich verteidigt. Ja. Und, in der anderen Verbrecherorganisation, die sind richtig übel drauf, die wollen quasi die, wo sie dann bekämpft hin, der Elefantenboss und sein Freund aus der Polizei, die haben ja die andere Verbrecherorganisation bekämpft, ja? Die haben ja eine riesige Verbrecherstruktur und die wollen die Bauern enteignen und die Bauern das Land wegnehmen, weil sie was anderes drauf vorhin und auch ein Großbauer, der will seine Farm, seinen Bauernhof nicht aufgeben. Und dann haben sie in der Nacht jetzt die Verbrecherorganisation, die andere, also gibt es zwei Organisationen, die Elefantenbande und die Organisation, ja, die Organisation, die will quasi die Bauern das Land wegnehmen. Und dann haben sie in der Nacht vom Großbauer alles anzünden, war so ein ja, Getreidebauer im Endeffekt. Haben sie ja das Gebäude aus und also ja, da war schon fertig, stand am Start und dann hat der Polizist Ming und sein Freund, der von der Elefantenbande der Bus ist, den dann Frau gerettet und Kinder aus dem brennenden Gebäude und ja, der Film hat sehr viel Intensivität, also super Story, die ein wo du gar nicht weißt, wie geht es dahin so. Ja, und viel Schönes von der thailändischen Kultur, viel Schönes von der chinesischen Kultur. Ja. Ja, der Ming, der flirtet dann mit der Chao Fan, mit einer jungs chinesisch Fräulein. Ja, dann gibt es wilde Schießereien und Kriegsgefechte im Dschungel. Ja. Wenn die Elefanterbande quasi die Verbrecherorganisation von der anderen Seite bekämpft, und meine Elefanterbande ist auch da was. Mit organisiertem Verbrecher zum Tor, aber die sind nur Fair Play und ja, aber da gibt es ja auch noch dunkle Seite, die kommt dann später. Da habe ich schon gedacht, die muss in den Krieg schauen, naja, aber der kommt bei mir in Thailand-Ecke. In der thailändischen Ecke brauchen ein paar Filme und da passt der wunderbar. Nein, da kommt der vor. Nein, vom Kickboxer, vom Jean-Claude Van Damme, da kommt der, nein, der passt der super, nein. Muss ich gut, weil ich ständig geblieben bin.
Ja, der Bus von der Elefantenbande, der schon auch durchdreht, der hat dann auch einen Mord begonnen und ist ja dann auch skrupelloser geworden. Und der Freund Ming von der Polizei, das hat ihm gar nicht passt und er will dann quasi den Bus von der Elefantenbande verhaften. Und das waren eigentlich ziemlich gute Freunde und dann hätten die eine Schlacht. Ja. Und da sagt der Bus, ja, wenn du mich mitnehmen willst, dann nicht ohne Kampf. Ja. Und wer da jetzt gewonnen hat oder so, sage ich nicht. Ja. Dann müsst ihr euch den Film anschauen. Und wie die Kämpfe ausgesehen, sage ich auch, dann müsst ihr euch den Film anschauen. Ja. Ja, das sind ja so eine Art Strippbar, eigentlich nicht wirklich Strippbar, aber das siehst du halt auch so heiße Fräuleins. Die sind halt von überall bemalt, aber man sieht halt schon, die haben keinen Dress an und das war auch mal wieder super. Und war der hinreißende Zierfische an Frau, oder da war hinreißende Frau, ja, in der Bar, ja, in dem Club. Dann kommt eine wunderbare Thailand-Party, ja, Muay Thai-Schwertkämpfe, ja, Thai-Dance, so. So, ja, perfekt. Also die Szene schon neu, hat er 11 verdient, ja. Wach ist mir tatsächlich noch nicht gefallen. Und Thai-Elefant-Fußball. Das ist in Thailand eine lange Tradition, dass die Elefanten Fußball spielen lassen. Das hat mir auch mal in der Schule, haben wir früher auch einige Teile in der Kette, denen das erzählt, das hat der Lehrer kaum glauben können, aber der hat gesagt, nein, das ist so, und hat es der Lehrer auch geglaubt, das ist so, in Teilen spielt der Elefant der Fußball, ja, Elefanten sind sehr intelligente Wesen, gell, so. Ja, da waren zwei Kameraaufnahmen, die verwackelt waren, hat ein bisschen genervt, hat im Film aber jetzt keinen Abriss gemacht, sagen wir so, ja. Also ja, die Action-Szene, Schuss-Szene, Martial-Arts-Szene und Verfolgungsjagd, die war echt perfekt. Also war es nicht langweilig, das ist quasi ein Augenschmaus, ein Filmschmaus, ein Ohrenschmaus für jeden Filmsammler und Filmfan. Ja. Ich muss noch gucken, meine Kamera läuft, die hat so komische Geräusche gemacht. So. Ja, die Elefantenbande nimmt wieder Truppe Krupps auseinander mit ihrer Wäge. Ja. Also die nehmen wieder eine Gruppe Krupps auseinander. Dem Elefantenbus, der ja ziemlich aggressiv war, aber der mir gesagt hat, ich kenne meinen Freund nämlich. Dem ist seine Frau und das Baby entführt worden. Und jetzt tut der Elefantenbus, der tut sich zu sich zurückbesinnen und ist wieder eigentlich so ein, das was er davor war, so ein guter, cooler Dude, ein guter Freund und so und auch ein guter Mensch. Weil die Elefantenbande hat auch was mit Verbrecherorganisationen zu tun, aber nur auf einer ethischer Ebene. Und dann tut der Polizist Ming. Und die Elefantenbande, weil er jetzt die Frau befreien, also noch mehr andere Frauen, die gefangen sind, und von dem Elefantenbus nur die Frau und das Baby. Und dann kommt es zur absoluten Martial Arts und Kriegsschlacht, die den Film natürlich auffordert. Und ja, ob sie jetzt die Frau befreien und dem seine Frau und das Baby und was da weitergeht, erzähle ich nicht, ihr müsst euch selber anschauen. Wenn man alles kennt, war so von den Bildaufnahmen jetzt nicht so stechend scharf und nicht auch nicht so stechend strahlend, aber man hat alles gut erkennen können. Was in dem Fakt auch den Nostalgiefaktor perfekt unterstrichen hat, weil der Film ist ja von 1976. Und durch die Aufnahme hat es natürlich auch den Nostalgiefaktor unterstrichen. Das hat der Film auch aufgewertet.
aber durch natürlich Bild und Ton war ansehnlich. Es war also war der Kinder Alice. Also, und Musik war perfekt, denn die chinesische Kultur drin spielt, war perfekt. Ja. Mit den Kämpfen und der chinesischen Art, da haben auch thailändische Leute mitgespielt, die haben auch ihr Meisterwerk gebracht. Die thailändische Kultur, wo mitgespielt wird, weil es in Thailand ist, durch die Gebäude, durch die Partys, ist auch perfekt rübergekommen. Lieber die thailändische Kultur und dass Thailand so präsent war in dem Film, das hat natürlich den Film auch zum Diamanten gemacht, weil für mich bedeutet Thailand, die thailändische Kultur viel im Leben und bedeutet mir was vom Herzen, das ist für mich Gold, weil durch das habe ich mich zu mir selber finden können und durch das habe ich Entwickler kennen und durch das habe ich auch meinen Horizont erweitern können. Und Thailand ist wirklich ein freies Land so, und auch eine freie Kultur und eine tolerante Kultur. Ne? Und die thailändische Kultur ist ein Teil von meinem Leben, wo mein Leben geprägt hat und wo für mich auch Heimat heißt. So. Und die thailändische Kultur, die bewegt was in mir. Ja? So. Also die Story war genial, du hast gar nicht gewusst, erstmal denkst du, ja gut, ja, die Story könnte so und so gehen, aber das geht die Story doch eine andere Wendung, oder geht sie mal so rum, dann geht die Story so rum. Also die Story war nicht vorsehbar, war auch war vieles los, ja, dann gute Action, ja, auch einige Explosionen und viel Feuer, was aber echt war, ja, war kein Computerfeuer, das war echtes Feuer, ja. Sind sie halt so gemacht damals, dann gute Stunts, ja, also perfekte Stunts, gelungene Kung-Fu-Show-Kämpfe, bezahmende Frauen, wo dann auch in die Hülle fallen lassen, oh la la, und ja, perfekte Schauspieler natürlich, perfekte Showkämpfe, habe ich auch schon gesagt, und perfekt halt die chinesische und thailändische Kultur in einem Film, kommt bei mir in die Thailand-Ecke. Und was ich da von Not gebe, von 1 bis 10 hat er die Skala gesprengt. Ja? Gesprengt hat er 11 gekriegt. So. Ja, so. Ja, aber am Schluss war er wieder verwundert, ja, da war ich auch noch gekommen und er sagt, ja, die Polizei kann nichts machen, er ist ja nicht mehr auf der Seite. Ja, und dann spricht er von Thailand, da sage ich, ich habe doch ganz selten Thailand, und dann ist mir aufgefallen, er hat auf dem Seite gezeigt und sagt, also auf die Seite, wo der Polizist steht und sagt, das ist Thailand, ja, aber er ist ja über der Grenze, er ist ja schon... Entschuldigung, er ist schon in Vietnam, ja. So. Geiler Film, hat man echt mitgenommen. Ihr müsst euch den Film anschauen, oder der Bereich Rede Sammlung, ja. Also da war schon aufgemacht wie, ja, gut, Vergleich will ich so jetzt nicht, aber der war so imposant, ja. So, dann können wir vielleicht noch mit der Hülle betrachten. So, liebe Freunde. Und Rückseite. Das Bein. Ja. Und die DVD an sich. Also ich bin immer noch ein großer DVD-Fan und so. Und natürlich können wir nicht, aber muss auch nicht immer sein. Ist ja gut, wenn man unterschiedliche Hüllen in seiner Sammlung hat. Endlose Verfolgungsjagd, perfekte
Choreografie, Action und jede Menge Elefanten. Ja, die Elefanten waren echt süß. Ne? So, echt süße Tiere. Süße Tiere, ja. Und intelligente Tiere, ja. So. So, liebe Freunde, ich hoffe eigentlich Gott so gut und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ah, das wollte ich noch sagen. Der Jens hat einen Tag von mir gemacht, der war top. Danke, lieber Jens. Ja. Und auch der Ganni hat, der Sensei Ganni hat einen Tag von mir gemacht und hat er lustig gemacht, der Ganni. Mit Humor, mit Fachwissen, ja. Und mit der Lebenserfahrung, wo man auch dann auch ich was gelernt hat in Richtung Horrorfilm. Jens hat auch das top gemacht, auch mit Fachwissen. Ja, der Jens ist auch ein cooler Typ mit einem guten Herzen. Der hat, ich habe gewusst, der neckt mir, aber dann, wo er es doch gesagt hat, wer Berufsverbot haben soll mit Rock Dwayne Johnson, da ist mir doch erstmal Herz stand geblieben und ja, er hat ja Spaß gemacht. War ja lustig, war ja lustig. Ja, da hat der Jens meinen Humor getroffen und da habe ich drüber lachen können. Der Gani hat auch meinen Humor getroffen. War super Text, perfekte Text, ja. Also, habe ich genauso von beiden. Ja, wünsche euch beide auch ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr den Tag mitgemacht habt. Das hat mich echt glücklich gemacht von Herzen. Ja, dass der Gönni so cool war und hat den Tag mitgemacht. Dass der Jens so cool war und hat den Tag mitgemacht. Da hat es mich echt gefreut. Ja. So, und ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende. Bleibt wie ihr seid und haut rein. Ja. Euer Kung Fu Commander. Lee Funk. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ja. Ein bisschen Tanzen da.